dann sehen Sie sich sicherlich auch an seine Porträtausstellung, die in Hillingenheim, glaube ich, war auch relativ kurz vor dem Lockdown eine ihrer letzten Ausstellungen in einem Raum der Stadt Linz. Und dass das heute ein wichtiger Abend ist, zeigt sich auch daran, dass unser Kulturdirektor Dr. Julius Schieber hier ist, der sich, wie wir vorher schon gesprochen haben, auch darauf gefreut hat, eben wieder eine aktuelle Ausstellung zu sein. Und wir haben in diesen letzten eineinhalb Jahren, glaube ich, einmal viele Menschen, denen nicht von Anfang an bewusst war, wie wichtig auch die Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur ist, haben viele gemerkt, dass das mehr ist als nur ein Teil unseres Freizeitlebens. Kunst und Kultur ist auch nicht ein Teil der ästhetischen Verhübschung, sondern ist Auseinandersetzung auch mit unserer Stadt, bei Ihnen ganz besonders bildlich auch dargestellt, ist eine Auseinandersetzung mit Menschen und auch eine Auseinandersetzung mit unserer Gesellschaft. Und wir haben unsere Stadt Linz in den letzten eineinhalb Jahren mit der gesamten Stadtregierung bemüht, Beiträge zu leisten, um die Infrastruktur, die über Generationen in Linz auch für Kunst und Kultur aufgebaut worden sind, um diese Infrastruktur zu sichern. Und ich weiß aus meinem Alltag einer Regierung, was wir Parteien Vorsitzender haben, das ist die einfachere Dinge. Aber während der Corona-Pandemie haben wir einiges zustande gebracht, das wir vielleicht vorher nicht so geschlossen und so gemeinsam verwirklichen konnten. Und eine dieser Maßnahmen davon war, dass wir in einem Pakt für Linz, wo wir insgesamt zusätzlich 65 Millionen Euro weitgehend sogar einstimmig beschlossen haben, dass wir gesagt haben, wir wollen auch einen Teil, und da hat der Kulturdirektor wesentliche Inhalte geliefert, einen Teil dieses großen Budgets dafür verwenden, dass wir Künstlerinnen und Künstler in dieser schwierigen eineinhalb Jahre dauernden Pandemie und für manche, was sogar schon noch länger, dass sie keine Aufträge hatten, keine Auftrittsmöglichkeiten und dann auch vielfach auch von Einkommensquellen abgeschnitten gewesen sind. Und ich war von Anfang an der Überzeugung, dass wenn man einmal Strukturen verliert, ist das Wiederaufbau dieser jahrzehntelang gewachsenen Infrastruktur noch teurer am Ende des Tages, als wenn man versucht, einigermaßen konkret zu öffnen. Wir werden uns durch Kunstankäufe, durch Auftritte für Musikerinnen und Musiker, Netz, Internet, virtuell geschafft. Wir haben auch Ausstellungen virtuell bearbeitet, sodass man sie in einer Zeit, in der man final die eigenen vier Wände verlassen konnte, man mit Kunst und Kultur sich beschäftigen konnte. Deswegen freut es mich heute umso mehr, dass das eine praktische Veranstaltung ist. Denn es ist immer besser, von einer Sache oder in dem Fall von Kunst so viel zu haben als gar nichts, aber wieder so richtig das Gewöhnte, da uns allen ja so ans Herz gewachsene Zusammensein, Gedanken austauschen zu können, miteinander kommunizieren zu können, das ist eindeutig in einem Rahmen wie diesem besser als die Videokonferenz, die ich an der Zahl wie viele von Ihnen in den letzten 15 Monaten noch absolvieren muss. Heute wäre eigentlich unser Freund, Konsulent Harry Höhler hier, um als Kurator und ich glaube auch als sehr persönlicher Freund von mir, Herr Freiter, einige Worte auch hier zu sprechen, um die Ausstellung einzuführen. Und mir ist irgendwie die Aufgabe zugekommen, nachdem Harry Höhler leider aus gesundheitlichen Gründen verhindert ist, und ich glaube, dass wir mit ihm sind auch im Geist und eine sehr bald die Genesung wieder wünschen. Da sind wir Optimisten, dass es eben auch so sein wird. Aber er hat eine Bitte geäußert, nämlich dass ich das, was er eigentlich zur Ausstellung sagen wollte, ich jetzt verlesen sollte.
Folge. Und ich mache das auch sehr gerne, weil ich wenig auf Ihre Gedankenwelt schon bei persönlichen Gesprächen, bei Ausstellungen auch schon kennenlernen durfte. Ich mir gar nicht vorstellen darf, wie ein Leben verläuft, in dem man seiner Heimat, wo man sich gewohnt nach Wohl gefühlt hat, wo sie Perspektiven hatten, wo sie auch ihre Ausbildung hatten, aus politischen Gründen fliehen mussten, das Land verlassen mussten, so wie einige andere Freunde der kosovarischen Gemeinde in Wien zum albanischen, das ist ein bisschen oder nicht ganz endgültig, hier heute auch sind. Und ich war selbst nach dem Krieg in unabhängigen Zeiten jetzt das Kosovo schon mehr fast in ihrer Heimatstadt Pristina. Und ich kann verstehen, dass es manchmal die Stadt fehlt, aber die Geschichte, die sie überlegen musste, nicht fehlt. Und das ist auch so ein typisch, ist so typisch Lied, ein wenig, auch wenn es nicht immer einfach ist und für sie, für alle Menschen, die Heimat aus ökonomischen, politischen oder religiösen Gründen verlassen mussten, ist es nicht einfach, eine neue Heimat zu finden. Aber wir sind, glaube ich, eine Stadt, die einigermaßen es immer wieder schafft, dass man sich hier dann auch wohlfühlen kann und sogar etwas Neues als nicht dann das wesentliche Schwerpunkt des neuen Lebens entdecken können. Und das ist eben die Kunst. Und Sie werden mir jetzt gestatten, dass ich wortwörtlich vorlese, was der Konsulent Müller für heute vorbereitet hat. Und ich bin ihm auch sehr dankbar, dass das bereits in einer großen Schrift ist. Ich weiß, dass es gut leichter tut, das auch selbst vorzulesen. Man könnte sagen, Sie haben das, danke, es ist schon ein altersgerechter Ausdruck aufgelegt. Also die Begrüßung des Konsulenten Öhler lautet wortlaut wie folgt. Wie der Bürgermeister bereits erwähnte, stammt der Künstler aus dem Kosovo. Gazmet wurde 1968 dort geboren und absolvierte nach der Pflichtschule das Fachgymnasium für Verwaltungsfach, Wirtschaft und immatrikulierte weiters an der juristischen Fakultät in Pristina. Durch die politische Diktatur wurde die Universität geschlossen und er floh vor dieser Diktatur nach Deutschland. Er widmete sich dort eigentlich unerwartet, der Kunst, eine Leidenschaft, die ihn schon seit der Kindheit begleitet. Eine neuerliche Wende in seinem Leben gab es, als er 2004 nach Österreich kam. Seitdem widmet er sich der bildenden Kunst. Freitag ist sein Autodidakt, der sein bildnerisches Schaffen nicht an Kunstschule oder Universität erlernt hat. Vielleicht half ihm dabei sein Vorname Gazmet, denn er bedeutet auf Deutsch guter Gedanke. Sein Talent reichte aus, um zu zeichnen und zu malen und Kunst zu schaffen. Es entstanden zahlreiche Grafiken, Ölbilder, Landschaften und Porträts. Apropos Porträt, im Herbst 2019 kam es unter dem Titel Lebenslinien zu einer Ausstellung in Lima. Gazmet porträtierte in monatelanger Arbeit 35 Bewohner, natürlich kostenlos. Diese Ausstellung hatte Seltenheitswert und man darf sie auch als ein echtes Sozialprojekt werten, denn es war für die Porträtierten eine willkommene Abwesenheit. Und nun zu seinen Arbeiten. Diese sind dem Naturalismus, aber auch dem Realismus zuzuordnen und das heißt, es wird ein reales Bild geschaffen. Die Natur und ihre Bilder nachzuahmen, ohne zeitlichen oder weltanschaulichen Hintergrund, ist das Ziel. Dieses Ziel wird nur erreicht, wenn man Natur und die Menschen, die darin leben, genau betrachtet und ich, Adi Öhler, glaube, dass dies der Künstler auch tut. Ich begrüße es, dass der Naturalismus in der Kunst eine Renaissance erfahren hat und halte mich dabei in ein Zitat von Auguste Renoir, der meinte, Zitat, für mich muss ein Bild etwas Erfreuliches und Liebenswertes haben,
etwas Hübsches. Es gibt genug unerfreuliche Dinge auf dieser Welt, als dass wir noch weitere fabrizieren müssen. Ich bin da völlig bei Römer. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte nicht beim Bürgermeister seinen Mitarbeitern dafür bedanken, dass man Gassen und Freitag die Möglichkeit gegeben hat, in diesen ehrwürdigen Räumen auszustellen. Es ist diese echte Förderung der bildenden Künstler, die es gerade in dieser Zeit, in dieser schwierigen Zeit dringend vonnöten hat. Kunst muss schön und wahr sein, ist das, das mich immer begleitet hat und auch Sie begleiten soll. Und deshalb lade ich nun mehr ein, die Objekte zu betrachten und zu genießen. Der Künstler steht Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung. Und ein Zitat habe ich noch. Kunst ist zwar nicht das Brot, aber der Wein des Lebens. Und dazu fällt mir ein, dass die Bürger natürlich erworben werden können und dann sind sie für Sie der Wein des Lebens. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und beginne damit die Rede des Konsulenten Müller und darf in seinem Namen diese Ausstellung für eröffnet erklären und Ihnen ganz besonders erstens alles Gute wünschen, zweitens auch, dass Sie Ihre Einstellung, so wie Sie leben, wie Sie mit anderen Menschen umgehen, das hat man bei den Porträts gesehen, sehr sensibel beibehalten wollen und dass Sie einfach weiterhin ein großer Mensch bleiben. Alles Gute. Thank you.